Herzlich willkommen. In diesem Video schauen wir uns die Aufgabe 4 von der Klausur Sommersemester 2021 an. Die folgende Tabelle gibt den Nährstoffgehalt von drei Obstsorten. Ja, also wir haben hier Apfel, Banane und Orange und haben hier, wie viel Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate enthält jeweils diese einzelne Frucht in Prozent. Ja. Aufgabe, stellen Sie einen Obstsalat zusammen, der insgesamt 9 Gramm Eiweiß, 5 Gramm Fett und 194 Gramm Kohlenhydrate enthält. Stellen Sie lediglich das für die Lösung benötigte lineare Gleichungssystem auf. Das LGS soll am Ende dann nicht gelöst werden. Ja? Also einfach nur aufstellen, wie würden wir es berechnen. Und es geht ja darum, wir wollen 9 Gramm Eiweiß haben. Und wir wissen, in einem Apfel sind 0,3%. Ja, nehmen wir den, geben wir ruhig mal hier für den Apfel A, für die Banane B und für die Orange C. Das heißt, wir haben hier 0,003, das ist ja ein Prozent, das heißt, wir müssen das hier noch durch 100 teilen, also 0,003 mal das Gewicht von dem Apfel in Gramm multipliziert, dann bekomme ich, wie viel Eiweiß ist dann in, habe ich dann. Ja? Das gleiche mit der Banane, hier haben wir 0,011% mal B und die Orange haben wir 0,01 mal C und da soll 9 Gramm rauskommen. Ja? Also ich setze ein, das Gewicht des Apfels, der Banane und der Orange in Gramm und ich kann dann rechnen, so und so viel Prozent jeweils von diesem Gewicht ist das Gewicht an Eiweiß und in der Summe muss da 9 rauskommen. Das gleiche mache ich jetzt für Fett und Kohlenhydrate, also wenn man das kann, kriegt man das für die anderen beiden auch ohne Probleme hin. Das heißt, wir haben hier 0,006 mal A plus 0,002 mal B plus 0,002 mal C und da soll 5 rauskommen und dann noch das gleiche für die Kohlenhydrate. Hier sind es dann 0,15 mal A plus 0,22 mal B plus 0,12 mal C und da soll 194 Gramm rauskommen. Ja, also gleich 194. Und das ist schon das lineare Gleichungssystem. Mehr soll hier gar nicht gemacht werden. Ich gebe jetzt nochmal die Lösung an für diejenigen, die das nur noch rechnen wollen. Wir machen das jetzt nicht. Das ist auch mit den Kommazahlen auch gar nicht so schön, ne, wenn man da jetzt das LGS lösen muss. Also hier kommt raus A gleich 600 Gramm, B gleich 200 Gramm und C gleich 500 Gramm.